Wusels Umpolomat 3001 hat es hier eiskalt gemacht. Na, Moment, mein Umpolomat hat den Südpol hergeholt. Deswegen ist es kalt. Und das alles nur, weil du deinen Urgroßvater... Na, Urgroßonkel! ...finden wolltest. Mhm. Sag mal, frierst du nicht? Doch, trotz Wuselfell und Jacke. Vielleicht sollten wir erstmal im Warmen überlegen, wie wir meinen Urgroßonkel finden. Ja. Soll ich die Umpolung mal rückgängig machen? Wie? Man muss nur buzzern. Und, vorher muss man allerdings den eingefrorenen Buzzer auftauen. Vorher muss man allerdings den eingefrorenen Föhn auftauen, der den Buzzer auftaut. Vorher muss man allerdings das eingefrorene Feuerzeug auftauen, das den Föhn auftaut, der den Buzzer auftaut. Das macht man am besten mit der Superheizung 3001, die man ganz einfach herbeibuzzert. Und, Es bleibt also kalt, oder? Also, wenn du so fragst, ja. Norden, Osten, Süden, Westen. Ein Kompass ist ein nützlicher Helfer, wenn ihr wissen möchtet, in welche Himmelsrichtung ihr gerade lauft. Und egal wie rum ihr ihn dreht, die Kompassnadel zeigt immer nach Norden. Aber warum eigentlich? Eine Kompassnadel ist ein kleiner Magnet. Um sich auszurichten, braucht die Kompassnadel einen anderen Magneten. Und dieser ist, so komisch es klingt, unsere Erde. Weil sie in ihrem Inneren zu einem großen Teil aus Eisen besteht. Unser Planet ist von unsichtbaren magnetischen Linien umgeben, die vom Südpol Richtung Nordpol verlaufen. Eine Kompassnadel pendelt sich immer entlang dieses Magnetfelds ein und zeigt so an, wo Norden ist. Egal ob bei uns oder bei den Kängurus in Australien. Nicht nur wir Menschen finden uns auf diese Weise zurecht, sondern auch Tiere. Zugvögel haben eine Art eingebauten Kompass. Sie nutzen damit das Magnetfeld und finden auch über tausende Kilometer den Weg an ihr Ziel. Das Magnetfeld der Erde ist aber auch für diese fantastischen Farben verantwortlich. Polarlichter. Man nennt sie so, weil sie vor allem in den südlichen und nördlichen Polarregionen zu sehen sind. Und so kommen sie zustande. Die Sonne bombardiert unseren Planeten mit Sonnenwinden. So heißen Ströme aus elektrischen Teilchen. Das Magnetfeld der Erde wirkt wie ein Schutzschild und lenkt die elektrischen Teilchen zu den Polen ab. Und wenn sie dort mit Luftteilchen zusammenstoßen, fangen diese an zu leuchten.